Hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder, euer Farbtopf und ich begrüße euch zu einem neuen kleinen Video. Ich weiß nicht, ob ich das als Vlog machen werde oder ob das das nächste Mittwochsvideo sein wird. Ich denke mal aber, es wird das nächste Mittwochsvideo sein. Da wünsche ich euch viel Spaß bei. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum nächsten Mittwochsvideo, ja. Ich bin wieder in Berlin gelandet, in Münchenland, genau. Ich bin wieder in Berlin gelandet. Ich war ja mit Marc, das habt ihr ja hoffentlich in den letzten beiden Videos gesehen, in München. Das müsste aber unten auch verlinkt sein, wenn nicht, müsste das für euch hier oder auf der Seite verlinkt sein. Das kann ich euch so genau gar nicht sagen. Auf jeden Fall war ich in München, es war schön. Wir haben da das Spiel Hertha gegen, also Hertha zu Gast in München bei den Bayern gesehen. Und Marc und ich haben vor dem Spiel rumgeblökelt, also beziehungsweise Witze gemacht, das wäre jetzt falsch. Blöd, wenn die beiden 0-0 spielen würden. Wir sagen mal, Vetter ist gut, aber in München 0-0 spielen. Aber wir reisen extra nach München zum Spiel und dann würden die 0-0 spielen. Das wäre echt scheiße. Auf gut Deutsch gesagt, wäre echt blöd. Und was passiert? Die spielen echt 0-0. Es war trotzdem ein spannendes Spiel, muss ich sagen. Und verdienter Punkt für Hertha, würde ich sagen. Ich bin, wie schon gesagt, dann jetzt am Samstag fliege ich nach München erneut. Wie ich das schon im zweiten München-Vlog angekündigt habe. Diesmal mit Paul. Wenn du das siehst, ich freue mich schon drauf. Das wird der Hammer. Und wir müssen vor allem zum Karlsplatz, weil da haben wir diese Sticker, mag ich ja diese Sticker hingeklebt. Und ich bin mal gespannt, ob die jetzt immer noch sind oder ob die jemand abgemacht hat oder abgeschabt hat. Ich gehe davon aus, dass die an der Wand noch da sind, an der Säule, an den beiden Säulen und am Boden vielleicht auch noch. Aber ich denke, jetzt ehrlich, bin ich der Meinung, denke ich, dass der am Automaten abgemacht worden ist, denke ich. Aber das, lassen uns überraschen, ich weiß nicht, ich bin gespannt. Dazu haben ich noch mit Marc auf Weg zum Flughafen, als wir dann abgeflogen sind, kurz aber in der S-Bahn hingeklebt, einen Sticker, an den Mülleimer so ran und an die Wand der Bahn. Wenn man Paul und ich mit dieser Bahn fahren sollten und die irgendwann finden würden, wäre das eigentlich ziemlich cool. Aber so viel Zufälle gibt es gar nicht. Aber das wäre krass. Vielleicht findet man ja trotzdem noch mal so einen Sticker in der S-Bahn. Das ist aber ziemlich unwahrscheinlich. Ja. Naja, auf jeden Fall werden wir jetzt dann, wenn ich mit Paul nach München fahre, zum Virtualienmarkt gehen. Und wir wollen eigentlich auch noch in den Tierpark, glaube ich, war das. Ich muss mal kurz auf WhatsApp gucken, was er mir hier geschrieben hat. Tierpark, genau. Tierpark Hellerbrunn. Und wenn, das wäre schön, wenn wir hingehen. Marienplatz kommen wir sowieso bei. Virtualienmarkt schaffen wir auch. Und in die Arena gehen wir sowieso, weil wir das Spiel gucken. Bayern gegen Hamburg. Ich versuche, einen Livestream werde ich nicht schaffen hier mit dem Handy. Oder generell kein Livestream. Aber ich würde gerne schon irgendwie das aufnehmen. Man kann leider keine Kamera mit reinnehmen. Ich weiß nicht warum, ist verboten. Zumindest in München. Und das ist schade, weil hätte ich vielleicht ein paar Aufnahmen hingekriegt. Vielleicht kann ich ja Paul noch zu überzeugen, eine Stadiontour zu machen. Oder wir machen vielleicht nochmal eine Stadiontour. Mal gucken, was da so sich da so ergibt. Wir haben ja den Sonntag noch zur freien Verfügung nach dem Spiel. Ja, und nachts haben wir natürlich auch Zeit. Der Flug geht Samstagmorgen um 8.35 Uhr, das war ziemlich früh für uns, oder beziehungsweise für mich war es ziemlich früh. Ich nehme euch die auch mit, oder versuche zumindest, euch mitzunehmen. Ist nur eine Frage, ob ich wieder einen Koffer mitnehme wie letztes Mal, oder ob ich diesmal nur eine Tasche mitnehme. Ich bin ja überlegen, ob ich diesmal nur eine Tasche mitnehme, also Rucksack, genau. Das entscheide ich dann noch spontan. Auf jeden Fall, schön. Ja, sind es nur 3 Tage und ich freue mich riesig drauf. Und das wird jetzt hier ein einzelner Vlog. Und sonst, was noch zum Mittwochsvideo sagen gibt, also mal abgesehen von der Reise nach München, ich habe mein Puzzle fertig. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt, ob ich das euch schon mal geteilt habe, während ich es angefangen habe. Also ich habe das fertig. Und zwar habe ich mir letztens auch einen Rahmen dafür gekauft. Und ich zeige es euch mal. Ja, Leute, also hier ist das Bild von hinten
Und von vorne sieht es dann so aus, das sieht echt geil aus. Und das, wenn ich mich jetzt aufhänge, habe ich in mühsamer Kleinarbeit 1000 Puzzleteile gepuzzelt und habe es in diesen schönen Bilderrahmen getan. Das sieht richtig cool aus. Achtung! Ja, also hier das Brandenburger Tor. Schöner geht's nicht. Und das Spiel gerade sehe ich. Hier ist die Kamera, da seht ihr es. So nehme ich euch gerade auf. Aber auf jeden Fall, so ist das Brandenburger Tor. Und ja, ist schön groß, würde ich sagen. Und es kommt dann hier hinten irgendwo in die Wand. Und dann, ja, bin ich mal gespannt, wie es aussieht. Also es sieht schon geil aus, ohne Frage. Ja. Und ich habe vor, wahrscheinlich noch ein paar Puzzle zu machen. Also nochmal so ein Puzzle holen und nochmal so aufzuhängen. Weil es sieht schon cool aus. ja. Und dann, was gibt's noch zu sagen? Sonst gibt's eigentlich nicht mehr so viel zu sagen. Wird auch schon mal 6 Minuten schon wieder. Ey, das ist ja krass, wie die Zeit vergeht. Ja. Ja. Ich weiß nicht mehr, Leute, was ich da machen soll. Ja, genau. Paul hatte Geburtstag letztens. Da war ich auch. Das habe ich aber nicht aufgenommen, weil es halt Privatsache ist. Da haben wir einen Schlagerfall gemacht. Ein bisschen geredet. War ganz cool. War echt schön. Nochmal alles Gute zum Geburtstag von mir, Paul. Nachträglich. Auch mal hier auf YouTube in diesem Video. Und, ach stimmt, bei den Alpen war ich noch. Das sieht aber auch unten auf Instagram, also in der Infobox, nachgucken. Da ist mein Instagram-Account verlinkt. Und auf Facebook war ich nicht mehr so lange aktiv. Jetzt werde ich aber wieder aktiver. Ich versuche wieder aktiver für euch zu sein auf Facebook und auf Twitter. Auf Instagram ist es eigentlich ziemlich in Ordnung. Bin eigentlich ziemlich aktiv. ja. Und dann, ja, war es das. Genau, gestern lief noch Champions League, Real gegen Paris, also in Paris, das Rückspiel. Im Hinspiel hat der Real 3-1 gewonnen, leider. Weil wir waren, also eigentlich mag ich beide Vereine gar nicht, aber wenn überhaupt bin ich für Paris, weil Real, ich weiß nicht, die sind beide unsympathisch. Also, ja, ich mag sowieso eigentlich nur deutsche Teams, die richtig gut sind. Beziehungsweise kleinere deutsche Teams, die fast keiner so kennt. Dritte Liga, Viertel Liga, gibt ein paar coole Vereine. Aber gut, nichtsdestotrotz hat Paris leider verloren. Mit 2-1. 2-1. Und hätten nur 2-0 gewinnen müssen. Also ein Tor haben sie ja geschossen, aber leider 2 kassiert. Schade. Tja, ja, ja. Naja gut, auf jeden Fall, ja. Gibt's sonst wirklich nichts zu sagen. Und jetzt muss ich echt mal was machen, weil das Video ist schon jetzt fast 8 Minuten lang oder ist schon 8 Minuten lang. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Dieses nächsten Mittwochsvideos und es ist jetzt ein bisschen anderes Mittwochsvideo als sonst. Ja, vielen Dank fürs Zusehen, haut rein, bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao.